100 Jahre WBG Zukunft. Ein Jahr zum Feiern. Es war am 6. September 2013. Das Highlight des Erfurter Radsports. Das Steherrennen um den großen Preis der WBG Zukunft EG war die wohl sportlichste Großveranstaltung anlässlich des 100-jährigen Bestehens unserer Genossenschaft. Für gute Stimmung im Vorfeld und während der Pausen sorgte die Erfurter Big Band The Crazy Sunglasses. Knapp 3000 Zuschauer waren dabei beim Saisonabschluss auf der Radrennbahn im Wohngebiet Ried-Tiergarten bzw. im Andreasried. Gemeinsam wurde bei Kaiserwetter das Radrennen begeistert gefeiert. Drei Läufe mit jeweils 100 Runden waren von Beginn an von Spannung geprägt. Die Entscheidung fiel erst auf den letzten Runden des dritten Laufes. Als Ehrengäste waren unter anderem der frisch gebackene Juniorenweltmeister Maximilian Dornbach vor Ort. Max, du bist Welt- und Europameister. Beschreib uns deine Gefühlswelt dieses Jahr. Also auf jeden Fall ist es erstmal so, dass man das überhaupt gar nicht realisieren kann. Sag ich mal, ich hätte mich mitgerechnet, dass ich Weltmeister im 1000 Meter Zeit fahren werde. Und es ist dann, sag ich mal, ein sehr emotionales Ergebnis, dann, wenn dann alle ankommen, dich umarmen und dann besonders, wenn manche auch weinen, dann muss man halt auch mal weinen. Es war einfach nur wunderschön. Auch der vierfach Tour de France Etappensieger Marcel Kittel war dabei. Was ist das Besondere an dieser Rennbahn hier? Sie ist unheimlich alt, hat eine große Geschichte, inzwischen natürlich schon wieder modernisiert, von daher auch eine sehr moderne und sehr schöne Rennbahn. Und ich glaube, das Besondere hier in Erfurt ist einfach die Tradition. Die ganzen Zuschauer, die Leute, die hauchen der Rennbahn einfach noch das Leben ein. Und wenn man sieht, wie die Leute hier das Steherrennen feiern, das ist einfach sehr, sehr schön. Und ich glaube auch was Besonderes noch in Deutschland. Die WBG Zukunft engagiert sich auch in Zukunft für den Sport in der Landeshauptstadt. Lokalmatador Marcel Barth mit seinem Schrittmacher Helmut Bauer fuhr wie entfesselt und wurde dafür vom Publikum frenetisch gefeiert. Herr Werner, herzlichen Glückwunsch erstmal. Geben Sie uns Ihre Einschätzung zum WBG-Steherrennen. Ja, ich denke, man hat es gesehen. Also wir hatten heute einen neuen Zuschauerrekord. Die Zuschauer nehmen es an. Es ist eine super Veranstaltung und wir haben Sponsoren, mit denen wir schon viele Jahre zusammenarbeiten, unter anderem auch die WBG Zukunft. Ich denke, es ist ein rundherum gelungener Abend gewesen. Ja, angesprochen die WBG Zukunft, Ihr Kooperationspartner. Wie läuft die Zusammenarbeit? Aus unserer Sicht absolut perfekt. Also wir können uns aufeinander verlassen. Wir machen das ja jetzt auch schon ein paar Jahre zusammen und es ist natürlich schön, wenn man so zuverlässige Partner auch an der Seite hat wie die WBG Zukunft. Dann macht das Arbeiten sehr viel Spaß und es macht natürlich das Ganze auch einfacher für uns als Veranstalter. Den Abschluss der Veranstaltung bildete ein beeindruckendes Höhenfeuerwerk über der Radrennbahn im Andreasried. Weitere Bilder und Informationen finden Sie auf unserer neu gestalteten Homepage www.wbg-zukunft.de. Caridio Image und Eventfilmproduktion.